Das erste Mal Final Fantasy 14, let's go. Ich habe keine Ahnung, ob die richtige Entscheidung ist, das jetzt zu spielen. Ich werde WoW nicht verlassen, ich werde beides zocken, okay? Ich habe noch nichts gespielt oder so, ich habe noch nichts gesehen. Imagine Weep, ja, shut up. Du hast mich überredet, Digga. Ich starte es. Oh shit, Digga, Windows Mode, das müssen wir gleich ändern. Okay, wir können starten. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Light Odin, okay. Der Planet Heidelin. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Okay. Im Westen des größten Kontinents. Nach dem Charakter stellen, okay. Eosea. Aber Light habe ich schon mal ausgewählt. Oh shit, das schaut gut aus. Ah, never mind. Kristall ließ es erblühen und große Digga. Catgirls, Digga. Catgirls. In vielen Zeitaltern des Lichts erglänzten. Doch jedes Mal verging, was ewig Bestand zu haben schien. Okay, zeig's mir. Zeig's mir, ich will's sehen. Oh shit. Oh shit, Digga. Im Jahr 1572, im sechsten, letzten Zeitalter des Lichts, kam es auf der Kartenoer Heide zu einer erbitterten Schlacht. Dort die Galliar, die den Kontinent einzunehmen suchte. Wow, die schauen cool aus. Ich glaube, ich will... Kann ich Sovereign spielen? Please, ich will Sovereign spielen. Stadtstaaten vereint zur Eosäischen Allianz. Doch der wahre Gegner war Dalamut. Okay. Der Mut, der galenischer Kontrolle entglitten, zu Boden fuhr. Oh shit. Er war der Kerker eines Gottes. Fucking Deathwing, holy shit. Zorn sich nun auf alles entfesselt, einfach Deathwing. Was sich ihm bot. Oh shit. Die siebte Katastrophe war da. What the fuck? Oh, damn. Sad. 5 Jahre sind seither ins Land gezogen. 5 Jahre. Das Land, die Narben des Unglücks und die Trauer sitzt tief. Dennoch lebt die Hoffnung in dieser Welt, die das Unglück... Ah, diese, die dein... Oh, schwieriges Thema. Aber ich glaube, ich kann mich damit einleben. Braucht vielleicht ein paar Wochen. Wow, der Lich King. Eiskrone, okay. Kennen wir alle. Und schreitet in das siebte Zeitalter des Lichts. Damn. Neu ist die Welt auch für Dima. Das Glück sei mit ihm. Nice. Okay, komm schon, lass mich Charakter stellen. Ich will Charakter stellen. Und der Urkristall möge ihn leiten. Oh, willkommen, Eriöse. Fortfahren. Neuen Charakter. Okay. Auf jeden Fall, okay, ist die Rasse. Wollen wir, ist es ein Mensch? Das schaut aus wie ein Elf, keine Ahnung. Oh, nee. Nein, kein Cat. Oh, shit. Nee. Nur Furries, Digga. Ich glaube, wir gehen mit einem typischen Menschen. Ohne, oh, shit. Hochländer oder Wiesländer? Hochländer schaut schon mehr badass aus. Sehr klein oder sehr groß? Wir gehen 100% mit sehr groß. 100%. Okay, Körperbau. Okay, wir machen wir einen Fickboy oder Stickboy? Ich glaube, wir machen einen großen Fickboy, oder? Hautfarbe.
Wir gehen mit sowas, glaube ich. Ah, vielleicht ein bisschen zu hell. Ja, wir gehen mit dem. Frisur. Okay. Glatze? Nee. Frisur. Was könnten wir für Frisur machen? Das schaut eigentlich ganz nice aus. Machen wir das Geile? Hier. Ich glaube, wir gehen damit, oder? Haarfarbe? Haarfarbe. Ich glaube, wir machen... Ich bin Fan von solchen... Von solchen grauen, aber nicht so grauen, also so leicht bläulich. Ich glaube, wir könnten damit gehen. So leicht bläulich. Strähnchen, was sind Strähnchen? Oh, Strähnchen. Okay. Gesicht. Ich glaube, das ist eh die beste Auswahl. Gesichtskontur. Schlenker, normal, massiger, fett. Ich glaube, wir gehen mit dem Zweier. Augenform. Okay, ich glaube, wir gehen mit Typ 6. Größe der Iris. Groß. Augenfarbe. Was machen wir? Machen wir das so ein bisschen hellblau? Gibt es das irgendwie hellblau? Verschiedene Augenfarben habe ich keinen Bock drauf. Augenbrauen. Okay, Augenbrauen. Ja, Typ 1 ist okay. Nase. Nase machen wir auf jeden Fall kleiner. Okay, Mund. Okay. Wir machen ihm, glaube ich, doch einen Bart. Lippenfarbe. Keine. Gesichtsmerkmale. Okay, machen wir es in so eine Narbe hier. Und da auch und da. Nee. Das schaut scheiße aus, aber ich glaube, so eine Narbe war ganz gut aus. Ja, ich glaube, wir gehen ohne Bart. Tattoos. Na, ja, ich glaube, wir gehen ohne Tattoos. Tattoo-Farbe. Merkmale. Yo, chill, Digga, chill. Habt mich überredet. Wir gehen, glaube ich, mit dem. Aber wie kann ich die Farbe von dem ändern? Ah, Farbe ist Merkmals. Machen wir so schwarz, okay? Das schaut sehr, sehr nice aus. Stimme. Okay, Typ 3 ist okay. Let's go. In dem Charakterdaten gespeichert werden sollen. Speicherslot 1. Kommentar. Bester Spieler. Wie kann ich ihn benennen? Das kommt gleich, oder? Annahme. Bestimmt den Namenstag. Was ist ein Namenstag? 29. Sonne im ersten Lichtmond, okay. Oder? Ja. Ersten Schattenmond. Ersten Schattenmond. Was ist das? Ah, Charaktererschaffung. Halone ist die Göttin der Gletscher und des Krieges und der Schutzgöttin Ishgards. Ihr Element ist das Eis und der erste Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Sie ist die Göttin der Mondes und die Liebe. Liebe, imagine, im Spiel spielen Liebe. Wie viel Prozent der Spieler benutzen solche Gesichtsbemalungen? I don't know. Jetzt kommt erstmal AP-Stuff. Er ist die Göttin der Flüsse und der Weisheit. Ah. Sie ist die Göttin der Planeten und des Schicksals. Ihr Element ist das Wasser und die vier Mondestars stehen unter ihrem Stern. Nach einer Auffassung ist die jüngere Schwester und in der Kunst wird sie
Ah, scheiß drauf. Nein, nein. Es ist gesagt worden, Ralgr, oder wie man es ausspricht, soll gut sein. Er ist der Gott der Kometen und der Zerstörung und der Schutzgott Almigos. Sein Element ist der Blitz. Der achte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Okay. Ja, wir gehen mit Ralgr, oder keine Ahnung. Ja, Ralgr. So. Und es wurde mir gesagt, man soll klassentypisch auswählen. Was passiert jetzt? Oh, man sieht dann so die Rüstung. Okay. Disziplin in der Magie. Magie, imagine. Komplette Loser. Okay, Gladiator. Gladiatoren sind Meister der Schwerter. Egal, ob es sich dabei um ein- oder zweischneidige Klingen, Krummsäbel oder Langschwerter handelt, im Kolosseum lernen Gladiatoren auf schmerzhafte Weise, sich unterschiedlichen Situationen anzupassen. Während sie geschickt Hiebe gegen ihre Gegner führen, schützen sie mit Schilden sich selbst und ihre Kameraden. Bei Bedarf verzichten sie auf Schilde und konzentrieren sich ganz auf den Angriff. In dem Fall kämpfen sie immer an vorderster Front, wo sie die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich ziehen, um ihre Mitstreiter zu entlasten. Oh. Also das ist sowas wie ein Krieger, okay? Faustkämpfer. Nein. Wow, Marodeur. Was ist das? Marodeure sind auf den Kampf mit zweihändig geführten Äxten spezialisiert. Oh damn. Ihre Strategie ist es ebenso einfach wie wirkungsvoll. Mit brutaler Gewalt und hartem Stahl zerschmettern sie ihre Feinde. Marodeure findet man besonders oft unter Piraten, doch auch als Söldner und Monsterjäger bringen sie ihre enorme Kampfkraft zur Geltung. Geübte Marodeure nehmen es leicht mit Horden von Gegnern auf und erschlagen selbst die größten Monster. Okay. Ich glaube, ich gehe mit Marodeur bis jetzt. Pikenier, was ist das? Oh, damn. Pikeniere nutzen die überlegene Reichweite ihrer langen... scheiß drauf, auf Stangenwaffen. Waldläufer, nee. Marodeur oder Gladiator? Was ist mehr DPS? Marodeur hat fette Äxte. Okay, wir nehmen Marodeur. Let's go. Wenn jemand fette Äxte hat, ist es gut. Du hast Odin als deine Welt ausgewählt. Fortfahren? Ja, natürlich. Odin. Let's go. Vorname. Oh shit, Vorname und Nachname. Rage to Game. Nachname. Joseph, wir machen Rage to Game YouTube. So, bestätigen. Okay. Es lädt. Auf dieser Welt können momentan keine neuen Charakter erschaffen, dann. Oh, shit. Ein neues Spiel mit diesem Charakter beginnen. Okay. Jetzt kommen selbst so irgendwelche Cutscenes. Wetten. Oh, das Ladesymbol. Auf dieser Welt herrscht momentan hoher Andrang. Bitte lass das Fenster geöffnet und hab etwas Geduld. Platz auf der Warteliste 23. Bin drin. Komm schon, es lädt. Ich bin bereit für die halbe Stunde RP-Cutscene. Erste circa. Retalk? Na, es geht. Hör hin. Fühl es. Irgendwas gibt es dafür. Void. Oh shit. That's some flying fuck. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Ah, okay. Ja, speichern. Oh shit, Marodeure ist schon ja awesome aus. Und ich spiele einfach. Ja,
Wow. Hehe. Und jetzt kommt so ein Text, okay. Also in Ordnung, Sohn, du stöhnst ja im Schlaf. What the fuck, du stöhnst ja im Schlaf und spitzt, dass man es nicht mit ansehen kann. Okay. Good to know. Seekrank siehst du mir nicht aus. Kommt wohl. Was kommst wohl aus dem. Mit dem Äther nicht zurecht, hm? Tja, manche sind empfindlicher als andere. Ist auch kein Wunder, wenn die Lebenser einen Asteroiden nach dem anderen hinklotzen. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Oh shit. Das Schiff schwankt heute, aber auch gewaltig. Na, lass uns doch mal ein Deckchen und frische Luft schnappen, das würde gut tun. Ja, yep, let's do it. Bis Limsa ist es noch ein ganzes Stück, plaudern wir doch ein bisschen, wenn du nichts dagegen hast. Die, das sind nämlich nicht gerade Gespräche, sie sind, wie du bisher gemerkt hast. Einfach Catgirls. Mein Name ist übrigens Brennan, Fahrer, Panda-Händler. Freut mich außerordentlich. Was ist in Final Fantasy eigentlich die Maximalstufe? 80, ne? 80? Okay, das geht klar. Ja, all diese salzige Brise und du bist wohl ein Abenteuerneuling, was sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Haha, voll schön schwarz, ich hab doch gleich gewusst, der Ruf der Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Solange du es hast, verstehst du, ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen. Okay. Und wie bist du aufs Abenteuern gekommen, wenn ich fragen darf? Okay, um Stärke zu erlangen, um Ruhm zu erringen und Besitztümer anzuhäufen. Um Stärke zu erlangen, let's go. Stärke, hm? Tja, zum Kämpfen gibt's für Abenteurer mehr als genug. Nicht schlecht, um deinen Waffenarm zu trainieren. Du wirst gleich in der Abenteuergilde vorbeischauen, wenn wir angelegt haben. Die sagen dir, welcher Wind in Limsa weht. Und einer der Kämpfergilden beizutreten wäre auch sicher keine schlechte Idee. Den Marodeuren vielleicht, ja, eine Axt passt hier. Oder den Hermetikern? Ist es auch nicht auf den Kopf gefallen. Da kannst du dir ein paar feine Zaubertricks abschauen, wenn das mehr dein Fall ist. Aber merke dir eins, es gibt Wichtigeres als Gil und Ehre. Klar, nichts umsonst, aber der Tod kostet das Leben. Cool Story, Bro. Okay, ich glaube, die Cutscene ist vorbei. Ah, never mind. Ah. Schiff Steuerbord voraus, Piraten. Sie segeln unter der Piratenflagge. Piraten, verdammt. Hey, ihr seid hier im Weg. Unter Deck mit euch. Ach, warum muss ich das Gesindel ausgerechnet unser Schiff aussuchen? Nicht mal unter der Limsa Flagge ist man hier noch sicher. Entwarnung, Leute, alles unter Kontrolle. Wir sind außer Kanonierenreichweite. Und mit dieser Riese! Digga! In den Segeln holen sie es nicht mehr ein. Das war wieder mal verdammt knapp. Du hast aber auch Ruheweg. Dabei hätte das übel ausgehen können. Dass die Piraten abgedreht haben, bedeutet, dass wir nicht mehr weit vom Hafen sind. Los!
Lass uns nach Land Ausschau halten. Okay. Kann ich jetzt zocken? Please. Ist das eigentlich deine erste Reise nach Limsa? Ja. Im Ernst, wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, was hier läuft. Limsa Lomisa verfügt über die stärkste Marine in ganz Erosia. Ist gar nicht so lange her, dass die Stadt in der Hand von Piraten war, aber der neue Admiral hat ordentlich aufgeräumt. Das selbst mal zum Pack gehört. Hat, würdest du nicht glauben. Was sonst würden sie auch mit den Raubbeinen garantiert nicht verlieren. Es gibt mehr Verbrechen und Unruhestifter hier als Schuppen an einer Parzelle und dass die Brat nicht gern klein geben, hast du vorhin selbst gemerkt. Uff, Digga, wie viel Text noch? Ja, noch mehr Text, let's go. Und dann die Sahagin, die die Küstenstriche unsicher machen. Schon mal von einem wilden Stamm gehört, die sehen aus wie eine Art Drachenmolch und Leber im Meer. Und Leben im Meer, Digga, Leber im Meer. Ah, endlich, Land in Sicht. Sie nach vorn, die Meeresmetropole Limsa Lomisa, geleitet von Lymlaen, gesegnet mit den Schätzen der See und heimgesucht von ihren Ungeheuern. Okay, zeig hier die Stadt. Okay, es lädt. Ich glaube, es beginnt jetzt. Im Südwesten Eoseas liegt Wühlbrand, umspült von der Rotano-See. Hier ragt Limsa Lomisa empor. Heimathafen für Fischer, Piraten und Halsabschneider. Okay. Zahllose Inseln sind wie zu einer luftigen Takelage verbunden und über allem wacht Lymlaen, die Göttin der Seeleute. Lol, die Stadt schaut ja mega nice aus, holy shit. Heute hat die salzige Brise jemand Besonderes in den sicheren Hafen getragen. Noch kennt dieser Abenteurer sein bedeutendes Schicksal nicht. Jupp. Hier trennt sich unsere Wege als durch der Welt, Freunde. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meine moralische Stütze warst. Gib her den Aal. Du hast immer noch nicht deinen Namen verraten. Na, aber viel wichtiger ist ja Folgendes. Dass du ein großer Held wirst und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Perfekt. An welch fremde Gestade, durch welch tosenden Sturm wird die Reise ihn führen? Hier beginnt sie. Bis die See ihn im Tod umfängt. Final Fantasy 14. Wehe, sie verscheißen es jetzt. Wehe, sie verscheißen es jetzt. Ich habe WoW verraten für dieses Spiel und es muss jetzt auch gut sein, okay?
schöne Stadt. Bruder, ja genau, du bist gemeint. Das hier ist mein Wachdistrikt von Tien. Lass mich mal sehen, was diesmal wieder für Treibgut eingeschwemmt worden ist. Uff, ich fühle mich gerade wie in der Schule, wenn ich Diktat vorlesen muss. Ein Abenteurer, frisch vom Schiff und noch ganz wackelig auf den Beinen vom Seegang, ganz neu in der Stadt oder was? Dann hast du Glück, dass du Rüsflo, dem größten Helden der Gelbjacken, beginnend bist. Ich zeig dir den Weg durch all die verwirrten Stege und Brücken. Mach schon. Lass mich jetzt zocken, Digga. Jo, ich kann mich bewegen. Let's go. Willkommen in Lebensalumisa, einem heldenhaften Stadtstadt von Halunken und Verdienten. Bitte wähl aus, womit du das Spiel steuern möchtest. Wähle aus, welche Steuerung du benutzt. Maustastatur. Versuche erst deinen Charakter und die Kamera zu steuern. Wenn du mit zurückziehst, zurückfließt, dann sprich mit ihm. Ja, bei Maulett. Okay. Was ist das? Gewaltiger Hieb. Das Charakter, Spielinhalte, Mittelsbücher, Gruppe, soziales System. Chill, was ist Chill? Ah, okay. Hier ist der Chat. Ereignis, ist okay. Animen. Man muss sich da erst auch ein bisschen reinfuchsen, okay? Okay, let's go. Quest angenommen. Du hast deinen Auftrag angenommen. In der Aufgabenliste siehst du auf einen Blick, wie du den Auftrag erfüllen kannst. Ah, da oben ist die Aufgabenliste. Auflösung der Aufgaben. Was ist das? Coach, okay. Ah, hier und hier ist dann... Ah. Das bedeutet, ich kann jetzt die Quest abgeben, oder? Ah ne, hier kann ich etwas für die Quest machen und hier kann ich die Quest abgeben. Ich verstehe. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Einen wunderschönen guten Tag, was kann ich für dich tun? Du willst dich als Abenteuer registrieren? Na, das ist mal eine nette Überraschung. Schön, dass dich dein Schicksal in den Hafen Limsalom-Nissas geführt hat. Tatkräftige Männer und Frauen können wir hier immer gebrauchen. Paulus Piratenpack haben wir schließlich genug. Baryon ist mein Name, mir gehört der bescheidene Laden hier. Außerdem kümmere ich mich auch um die Belange der Abenteurergilde. Wenn du in Limsa Lomnissa etwas Nervenkissen suchst, bist du bei mir genau richtig. Denn los ist dir einiges. Das wären zu einem die wilden Stämme, die Sargen und die Kobolde in Lanos Kiez machen dem Wild in ihrem Namen alle Ehre und uns nichts als Ärger. Und als wäre das nicht schon genug, gibt's auch mit anführerischen Piraten immer wieder mal Probleme. Über Mangel an Abwechslung können wir uns hier also wirklich nicht beklagen. Okay, gut zu know. Ach ja, fast hätte ich vergessen, aber die Garlea regen sich zu allem Überfluss auch wieder. Ein Unglück kommt selten allein, was? Komm schon, ich will es endlich irgendwas töten, egal ob Tier, egal ob Mensch, irgendwas. Okay, let's go. Ich glaube, das Spiel wird gut. Ich glaube, ich kann mich an einen Artstyle gewöhnen. Und dann schreibe einfach hier, okay. Mach ich. Rage to Game YouTube, hübscher Name. Ja, sehr hübsch. Also gut, Rage to Game, du bist jetzt einer von uns. Komm im Kreis der Abenteurergilde. Abschließen. Auftrag abgeschlossen. Damit ist die Einführung ins Spiel beendet.
Du hast den ersten Schritt als Abenteurerin Limsa Lomisa unternommen. Die Welt von Eorzea liegt vor dir. Lass dich von Baderon in den unglaublichen Abenteuer einführen, die dich erwarten. Harmonisieren, okay. Du hast dich mit deinem neuen Ätheriten harmonisiert. Hier von Swatsblaird den Markt erklären lassen. Wo ist fucking Swatsblaird? Bei der Gilde der Marodeure vorstellig werden. Abschließen. Let's go. Jungs, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Stream. Wir haben heute sehr viel erreicht. Wir haben uns einen Charakter erstellt, einen Server erfunden und schon die Grundlagen, also die Basics vom Spiel verstanden. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich werde mir offline noch ein paar Sachen einstellen und so. Peace.